Demokratie lebt von der Pressefreiheit, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber um die Situation von Journalisten, Medienmachern und Bloggern ist es weltweit schlecht bestellt. Sie werden getötet, verfolgt, verhaftet, weil sie sich für das freie Wort einsetzen. Und das ist mehr als eine persönliche Betroffenheit. Am Ende ist das ein Zivilisationsbruch, der täglich stattfindet in Europa, wie zum Beispiel in Ländern wie der Türkei, aber auch in Ägypten, in China bis hin zu den USA. Und deshalb sagen wir heute als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dies dürfen wir nicht zulassen. Pressefreiheit ist für Demokratien nicht verhandelbar. Von unabhängigen Medien, von unbeschränkter Nutzung von Informationen können viele Menschen auf der Welt nur träumen. Bedroht sind deshalb am Ende nicht nur Journalisten, sondern auch die Grundrechte von Bürgern. Und deshalb sagen wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit sind für uns nicht verhandelbar. Alle Demokraten sind hier gefordert, diese zu verteidigen. Nicht nur heute.